Für die nächste Übung brauchen wir einen Schnuller, einen Silikonknochen, einen Silikonschlauch und ein kleines Glas Wasser. Die erste Übung besteht aus Saugen mit dem Schnuller. Wir drücken dabei mit der Zunge den Silikonanteil gegen den Gaumen und saugen 20 Mal mit etwas gespitzten Lippen. Diese Übung ist sehr anstrengend für die Muskulatur, deswegen bitte auch wirklich nur 20 Mal und das Ganze maximal zweimal am Tag. Wenn man eine nicht so stark ausgeprägte Oberlippe hat, kann man hier zur Dehnung der Oberlippe auch noch die kleinen Silikonknochen unter die Oberlippe schieben. Kleiner Tipp noch, ein bisschen Zahnseide hier drum machen. Das heißt, wenn der Silikonknochen dann mal irgendwie wegfällt, dann findet man ihn leichter wieder. Für die nächste Übung braucht man einen kleinen Silikonschlauch und man muss den Sauger etwas vorbereiten. Und zwar muss man sich hier an der Unterseite ein kleines Loch hineinbohren. Durch dieses Loch wird der Silikonschlauch geführt, sodass er ca. 1 cm über den Rand des Saugers hinausschaut. Das Ganze fixiert man dann mit einem Gummiband, was man sich auch besorgen kann. Und mit dieser Konstruktion saugen wir nun für 2 bis 3 Minuten aus dem Glaswasser. Diese Übung kann man ebenfalls auch wieder mit dem Silikonknochen machen.